Hey ihr Paragon-Fans draußen, ich bin... für Gamerholics TV und es ist Patch Day und es ist Balance Day. Ich habe ja gesagt, das Spiel ist kaputt und die ganze Community so rastet komplett aus und schlägt mit Fackeln und Spaten auf alles, was Epic-Mitarbeiter ist und Epic-Programmierteam so... Und das erste Ergebnis dieser hart arbeitenden Person am Computer ist der neue Patch morgen, über den wir jetzt reden werden. Warum braucht es überhaupt Patches, wäre jetzt hier die Frage. Alles ist doch in Ordnung, oder? Naja, wie kennt das? Wir starten im Spiel und im Draft alle gut gelaunt so. What's up? Und dann pickt der Gegner einfach Kalari und du so. Also sagt Epic, okay, wir müssen ein bisschen an den Zahlen schrauben und natürlich müssen sie das. Und jetzt gehen wir endlich drauf ein. Was ändert sich an den Helden? Es wird alles genervt, Leute. Es wird alles genervt. Außer Countess. It's the most Countess wird nicht genervt. Wukong, der alte Affe, unser Turmschreck und Hassgegner Nummer 1. Am Anfang gefundenes Fressen und später zerreißt er dich im Stehen und nimmt einfach jeden einzelnen Turm. Dieser Monsieur wird ordentlich an der Eier gepackt. Es wird so ziemlich alles genervt. Die Basisgesundheit minus 13%, Leben pro Level minus 14%, Basisgesundheitsregeneration minus 15%, Lebensregeneration je Level minus 24% und Verteidigung minus 11%, Basisverteidigung pro Level minus 30%, minus 13% weniger Angriffsschaden pro Level und die Angriffsgeschwindigkeit ist auch ordentlich reduziert. Cooldowns wurden erhöht von Cloudwalker, also den Sprung und den Gelaufe. Kontrollierte Aggression, das ist die passive Fähigkeit vom Wukong, mit dem er mehr Gold für seine markierten Minions bekommt, 50% schwächer. Also Wukong hat schon ordentlich was auf den Senkel gekriegt. Aber wenn er an den Tower kommt, wird er trotzdem den Tower zum Schmelzen bringen, weil das ist sein Job. Aber es ist schon mal ordentlich schwieriger für den Wukong, dann auch online zu kommen und er muss noch länger vorsichtig sein und kann nicht einfach übelst durchrasieren bei Minute 14. Auch unser Iggy wurde genervt und der bekommt jetzt mehr Jucken in der Hose als vorher und er ist nicht mehr ganz so heiß wie vorher. Seine Gesundheit wurde ein bisschen reduziert, seine Lebensregeneration ein klein wenig angepasst. Interessanter ist der Schaden auf jeden Fall, weil der Schaden von seinem Brenneffekt, den er auf dich platziert, und der Nachtick hat 10% weniger Skalierung. Das heißt, pro Power, also Machtpunkt, den du ausrüstest, werden 10% weniger auf den Schaden gut gezählt. Es ist jetzt nicht so viel, aber zumindest schon mal eine kleine Anpassung. Und auch Kalari geht nicht trocken an dieser ganzen Nasserei vorbei. Und zwar wird der Cooldown des Schattentanzes erhöht zwischen 25-50% auf der letzten Aufbaustufe und sorgt dafür, dass die Kalari nach dem Auftauchen nicht so schnell wieder wegflitzen kann. Das heißt, sie macht einen Doppelsprung und wenn sie den verkackt, durch einen guten Stun oder durch einen Hook oder irgendwas anderes, dann ist sie echt Außerdem wurden ihre Schadenswerte angepasst. Dementsprechend heißt das für sie, dass sie weniger Schaden pro Level dazu bekommt. Das heißt, sie braucht etwas länger, um so krass viel Schaden zu machen. Aber ich glaube, am Ende wird sie trotzdem als Assassin immer noch krass wegschnetzeln können, wenn sie die richtigen Karten bekommt oder eben den Kill bekommt. Aber es ist nicht mehr ganz so einfach. Also nicht mehr richtig einfach, sondern etwas schwieriger. Sagen wir mal, von jetzt 100% Easiness ist es jetzt vielleicht 85% Easiness, vielleicht 90% Easiness. Das heißt, wir werden trotzdem noch einen Großteil der Spieler sehen, die mit Kalari übelst abrasieren werden. Findet Wege, um das zu verhindern, Leute. Quangy Boy, die alte Hundelunge, ist jetzt nicht mehr so tanky wie vorher. Und zwar Basisverteidigung pro Level ist um knapp 10% reduziert worden. Das heißt, er braucht etwas länger, um so tanky zu werden, wie wir es von einem Quang gewohnt sind. Und das Light of the Heavens, sein Rechtsklick, der ihm passiv für 4 Sekunden diesen krassen Rüstungswert gibt, wird auch ordentlich verringert. Und zwar um genau 50%. Das heißt, von 40 Armor jetzt, fast untötbar für 4 Sekunden, sind es jetzt genau die Hälfte. Nämlich 20 Armor auf Stufe 1 und 180 dann später. Das heißt, wie gesagt, auch hier die Ramp-Phase von Quang, bis er wirklich richtig krass ist, ist auch hier hinausgezögert, damit die anderen Helden mehr Zeit haben, hinterherzukommen. Einer der großen Sieger dieser ersten Balance-Anpassung ist auf jeden Fall Gideon, denn Gideon macht jetzt schon gut Schaden, wird auch gut gepickt und vor allem den ganzen Super-Early so aggressiv gespielt, das ist schon manchmal lächerlich und zum Lachen, aber kosmischer Riss für ihn bekommt eine Power-Skalierung von plus 15%. Das heißt, für jeden Power, den ich bekomme, bekommt 15% mehr Schaden auf seine Meteor-Fähigkeit. Und auch die
Dieser Slow-Effekt, Rechtsklick von Gideon, ist ebenfalls 15% mehr Skaliereffekte und auch die Ultimate macht mehr Schaden, 15% mehr darauf. 15% ist kein Game-Changer, aber mal so ein Meteor knallt jetzt schon manchmal für 50% HP und dann jetzt für 60%. Das ist schon ziemlich krass und alle Gideon-Spieler sollten hier auf jeden Fall einen Sprung in die Luft machen. Ebenfalls ein kleiner Gewinner ist Wraith und zwar 10% höhere Schussgeschwindigkeit schon von Anfang an, ist schon ordentlich und auch über das ganze Spiel hinweg sehr krass. Hilft ihm im Early aber vor allen Dingen dabei besser poken zu können und mehr Sustain auf die Lane zu bringen, etwas besser zu pushen. Ansonsten bekommt er auch noch andere Stats, kleinzahlig gepusht, aber Wraith als solches ist, ja okay, will ich jetzt mal meinen. Ist das nicht übermäßig hervorgehoben? Übermäßig hervorgehoben ist aber die gute Sinx, denn Sinx geht richtig steil und zwar die Skalierung für ihre Q-Fähigkeit Kitty Claws, also diesen Britzel-Effekt, der auch Schaden macht aktuell, ist um 350% erhöht worden. Hallo, wie krass ist das denn? Für jeden Schadenspunkt Power, den sie ausrüstet, bekommt sie jetzt das 3,5-fache an Schaden auf ihre Q-Fähigkeit gutgeschrieben, obendrauf. Und zusätzlich sind die Mana-Kosten, die ja aktuell übelst hoch ist, weshalb man die Fähigkeit kaum verwendet, um knapp 50% reduziert worden. Das heißt, das 3,5-fache an Skalierung für die Hälfte des Manas. Mega krass! Im Umkehrschluss wurde der Basisschaden ihres Auto-Attacks reduziert, das heißt, die Entwickler wollen, dass du mehr mit der Q-Fähigkeit eigentlich Schaden machst und nicht mit reinen Auto-Attacks. Verstehe ich, ist fair, aber mal im Ernst, wie krass ist denn das? Also ich glaube, Sinx hier wird allein nur diese kleine Change schon echt richtig krass und es gibt coole Karten, die man mit ihr ausrüsten kann. Und ich möchte es erwähnen, Countess bekommt keine Änderung, weder ins Positive noch ins Negative und dementsprechend wird auch sie jetzt mit einer der stärksten Heldinnen im Spiel sein. Wobei man sie halt auch am besten countern kann und ich glaube, Epic macht keine Änderung an Countess, einfach weil sie wollen, dass die Community lernt, gegen Helden klarzukommen, die in einer gewissen Situation stark sind. Der Gegner hat eine Countess. Wenn die Countess einmal 4-0 Kills gesammelt hat, hast du verloren. Dann ist das Spiel vorbei und wenn das in Minute 5 ist, dann hast du in Minute 5 schon verloren. Ich weiß, das wird wieder jemand in die Comments schreiben, aber Ben, man kann immer noch gewinnen. Ja, man kann gewinnen, aber es ist wie beim Pokern, eine Statistiksache. Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist, wenn jemand wie Countess 4-0 ist, schon so gering, weil sie natürlich weiter ins Unendliche skaliert und den Vorteil mit ins Late-Game nimmt. Sagen wir mal, wenn sie am Anfang 4-0 hat, ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen 20%. Ist sie 7-0, ist sie bei 10%. Ist sie 10-0, ist es bei 2%, weil sie das eigene Team, also das Gegnerteam, so weit carried, dass man keine Luft mehr hat zum Atmen. Klar, mit 2% kann man noch gewinnen, aber man sollte nicht darauf bestehen, dass man gewinnt. Das heißt, man hat schon in Minute 5 verloren und könnte theoretisch surrendern, weil die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass jeder Pokerspieler oder andere Spieler, wo es um Mathematik und Stochastik geht, schon gleich sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, gehe ich von 0 aus, intendiert gegen 0. Also lass mal eine Damage-Karte stecken und nimm mal eine Karte gegen Countess mit oder gegen Killari für 1000. Die True-Side-Karte aus dem Chaosbaum, die 1500 Units um sich alles aufdeckt. Killari kann sich niemals mehr anschleichen, wenn ein Support in der Nähe ist. Stasesteine, die 85% weniger Ability-Damage-Karte, sind alles Counter für Countess und wenn sie nichts mehr hat, dann ist sie nur noch da und verbraucht Sauerstoff. Klar, wir sind ja in der Damage-Meter, man muss Damage ausrüsten. Das ist ein Trugschluss, Leute. Es beschweren sich alle Leute, weil sie zerrissen werden, weil sie einfach die falschen Entscheidungen treffen und auf Damage gehen. Nehmt lieber eine Damage-Karte weniger mit und darf Survival-Karten, die dich einfach ins Mid- und Late-Game kommen lassen, vor allen Dingen als Carry. In V42 als Held zu sterben, ist halt heute viel, viel schlimmer, als es auf Monolith war. Und die Leute denken, okay, wenn ich jetzt genauso oft sterbe wie früher, dann gewinne ich schon noch. Nein! Ist der Gegner 4-0 gefeedet, 5-0 gefeedet, hast du keine Chance. Egal, ob ein Quang ist oder ein Rampage oder eine Countess. Ja, du hast eine Chance, eine realistisch-mathematische, aber die ist halt gering. Und deswegen brauchst du dich nicht beschweren, wenn ich dann verliere. Damit es nicht dazu kommt, nimm dir die richtigen Karten mit. Das ist mein Plädoyer jetzt erstmal für Countess und Co. Aber mal im Ernst, die Frauen sind gegen die verweichlichten Kerle eh die eigentlichen Carries des Spiels. Ja, also auch im wahren Leben, mal im Ernst. Der starke Mann, die Zeiten sind vorbei. Damit wäre ich jetzt erstmal durch mit diesem Video. Ich habe noch ein zweites Video aufgrund der vorangeschrittenen Zeit mit den Kartenänderungen, die auch sehr zahlreich sind. Und damit ich jetzt nicht alles in ein großes Video machen kann, der Zugänglichkeit in zwei Videos gepackt. Und tja Leute, lernt Counter zu picken, lernt Counterkarten zu nehmen oder die vermeintlich Imba-Countess in Anführungszeichen wird euch komplett zerreißen. Feel good.
shame.